Willkommen zurück zu Far Cry 2 und dem Busch. Ja, wir sind bei Mikes Taverne bzw. Bar und haben nichts zu tun. Keine Aufgaben. Letzte Geschäfte hat erledigt. Ja, und wir müssen jetzt zu einer Briefing. Was heißt das? Zu einer Briefing-Position, um Mission zu erhalten. Eine Briefing-Position. Ja. Wäre schön, wenn sie Deutsch schwätzen würden, aber. Wird zu viel verlangt im deutschen Spiel, bei dem sie Deutsch reden. Ja, wir schauen uns mal um nach einer Mission. Wir müssten eigentlich nach Pala rein. Da wartet nämlich das andere Team, das wir wahrscheinlich gegeneinander ausspielen müssen. Doch zunächst steht mir der Sinn nach einem Telefonanruf. Entweder im Süden oder den Bekannten im Osten. Ich würde mal sagen, wir reiten in den Süden. Genau, nehmen unser Gefährt, unser Hovercraft, wie man so schön sagt, wenn man kein Englisch kann, und fahren dann Richtung. Ist ja gerade ganz einfach so ein. Wie heißt denn dieses Ding eigentlich? Ja, was so ein Boot halt. Mit so einem Propeller dran. Propellerboot. Ganz klar, Propellerboot. Wenn man kein Deutsch kann, sagt man das eben. Mein Gott, wobei, jetzt bin ich. Moment, jetzt bin ich weg. Gibt es jetzt eine neue Aufgabe hinter uns? Nee. Doch! Ist das krass. Okay. Aber das sind nur so Nebenaufgaben. Das gibt ja nur Ruf. Ich dachte irgendwie, der Ruf bringt irgendwas, von wegen, dass wir dann bessere Aufgaben bekommen, aber das ist immer der gleiche Shit, oder? Kommen immer die gleichen. Ach ja, wir haben noch nie bei den Cockfights mitgespielt. Ja gut, wir werden wahrscheinlich sowieso gewinnen. Kleiner Scherz. Gut, weiter im Text. Oh Mann. Was für dummes Geschwätz. Aber muss auch sein. So, machen wir die Karte weg, ich sehe nichts. Was? Wessi? Ja, richtig. Scheiße, sagt man nicht. Scheiße macht man. Und wir haben alle Geschäfte erledigt. Deswegen sind wir auf dem Weg zum Sendemast. Oh, hoffentlich kommt kein. Ich speichere es mal ab. Falls hier ist ein Busch. Ah, es blinkt. Die Insel. Ja, natürlich. Die blaue Lagune. Oder eher die braune Lagune. Lagune, wie es hier ist, farblich. Ist da Feind? Oder war das ein Schild? Ach, das ist der Koffer. Weder noch. Ja, komm, sitz ein Stück. Einfach mal so im Vorbeifahren. Das haben wir schon geklärt. Vom Feind von hinten. Ach super, wir haben jetzt Repetiergewehr wieder. Toll. Und brandneu ist es auch noch. Oh, ist das schön. Alles hier in beige getaucht. Ja, komm, da laufen wir, oder? Ja, auf die 2 Meter. Hopp. Wir müssen ja was gegen unser Malaria tun. Ich denke mal, wenn wir hier durch die Gegend laufen, so also ein fittes Immunsystem kann da, glaube ich, nur. Kann da nur hilfreich sein. Eins. Ich wünschte, da stünde eine Zahl dahinter. Oder von mir aus, ne, wenn man die Diamanten sieht, wieso nicht ein Symbol? Ein Diamant, ein blauer, zwei Diamanten, drei Diamanten. Ich weiß nicht, die. Was sind das? Ikonogramme? Weiß ich jetzt nicht. Ja, die Symbole halt, die Icons. Da könnte man dann ruhig mal noch zwei, drei dazu packen, oder? Weiß man, wie viel man davon genommen hat, dann kann man sie auch zusammenrechnen. Weil so habe ich keine Ahnung, wie viel ich jetzt hier schon eingesammelt habe. Ach, die haben wir schon mal gesehen. Natürlich ist das eine Aufgabe, das ist ein Aufgabenturm. Ja. Ist hier Feind? Ist mal gleich. Wir neu laden müssen. Nö, alles super. Ein Auftrag bitte. Telefon. Zum Glück müssen wir nicht hochkraxeln, ne? Das ist ungewöhnlich für Ubisoft. Sie haben die Gelegenheit, sie zu fördern. Gehen Sie zu der auf Ihrer Karte markierten Position und eliminieren Sie die Zielperson. Bei Erfolg wird die übliche Bezahlung in Rohdiamanten auf Ihr Konto transferiert. Gut, Rohdiamanten klingt schon mal verlockend. Wo müssen wir hin? Ist das ein Geräusch? Achso, der ist gerade.
Da ist gerade einer weggefahren. Wir müssen wohin? Ach, guck mal, da sehe ich rechts oben. Ah, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, ja, ja. Jetzt schlachten wir uns erstmal. Also wir müssen so viele Leute töten. Ich würde sagen, wir fangen mal sinnig an. Wir speichern. Jetzt kommt die Sau gleich um die Ecke gefahren. Natürlich. Guckt schon um die Ecke. Der ging in den Nacken. Nicht lang schnacken. Schuss in den Nacken, sage ich immer. Sage ich eigentlich nicht, aber doch, manchmal sage ich schon. War zweit rechts, ne? Geh mal einen Schritt nach links. Der andere Hund steht gerade wieder auf. Der leidet doch nur, den müssen wir auch noch töten. Oh. Ei, ich habe die Munition angeschossen, kann das sein? Was war denn das da? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall da, wo es gebrannt hat, da müssen wir auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall. Na? So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. So ganz leichte Markierungen haben wir jetzt vor uns. Visueller Natur. So, sollen wir dann mit dem Moped fahren? Erstmal nicht, ne? Wir holen uns lieber dort eins. Jetzt mit dem Fahrzeug hier reinzufahren, ist, glaube ich, nicht die cleverste aller Ideen. Halt, blinkt's? Blinkt es irgendwo? Wenn wir schon mal hier sind. Weil ich weiß nicht, ob wir so jung jemals noch mal in diese Region hier kommen. So, bitte blinken. Bitte melde dich. Nee. Weiß ich nicht. Gibt es da noch was im Tunnel? Ja, komm. Aber wenn ich jetzt zu weit weglaufe, dann ist er wahrscheinlich wieder gerespawnt. Und dann kann ich mir die Munition gerade wieder... Ja. Komm. Ein paar Meter noch, dann rennen wir den... Hätte ich doch den... nicht den Bus nehmen, sondern den Jeep nehmen sollen. Ja, schwierig. Schwierig. Naja, aber bei so schönem Sonnenschein... Ja, passt schon. Das passt schon. Ich muss sagen, ich finde es echt angenehmer, so mit der Quasi-Ruhe. Mit ohne Musik. Ja, passt nicht ganz rein, wir müssen näher ran. Müssen wir noch ein paar Meter in die Richtung laufen, dann füllt die Sonne wahrscheinlich das Visier komplett aus. Vielleicht ist das aber auch totaler Schwachsinn, man weiß es nicht. Da ist einer. Man hört Pfebras, ne? Dieses Gewirre, das sind, glaube ich, die Pfebras. Ja, ja, das habe ich alles schon mal gemacht. Aber dann... Ach stimmt, das war mit der Aufnahme, die verkackt ist. Die hatten wir eigentlich hier alle schon. Och, nicht doch. Ich meine, diese verkackten Aufnahmen. Bitte? Was ist das für ein Geräusch? Okay. Leider keine Munition. Das ist so schade. Scharfschützengewehr super, aber die haben immer nur diese... Ah, diese Sturmgewehrmunition. Oder vielleicht mal eine Schrotflinte. Und damit kann ich ja... Oh. Nicht so wirklich was anfangen. Da ist einer, genau. Da schleiche ich mich gleich mal ran. Dann muss ich nicht so viel Munition. Das sind zwei. Genau, einer und noch einer. So, hat sie Munition, weil hier ist so viel explodiert. Oh! Moment mal. Was war noch Maximum? 15? 5 und nochmal 15 extra, ne? Dann habe ich doch eine andere Idee. Das sind drei Mann. Sind vier Mann. Mann! Was? Ach, hinter mir! Scheiß die Wand an. Das letzte Mal hier. Wo kam. Wieso standen hier noch einer in der Basis rum? Oder ist er doch wieder gespawnt und ich hab's nicht gerafft?
Oder hätte sich versteckt oder so. Wo kam der denn her? Also wir haben da drin Munition. Okay. Also merke, wenn ich die erschieße, dann werde ich von hinten erschossen. Wo ist der denn hergekommen? Oder hatte doch einer überlebt oder so? Ach, da ist die Sau. Ja, selbstverständlich. So, das war's fürs mich anschießen, du Ratte. Jetzt haben wir wirklich nur noch drei Mann hier. Obwohl, wahrscheinlich sind sie jetzt wieder sonst wo verstreut und eigentlich viel mehr. So, einer mal hier. Einer mal da. Ne, ich gehe trotzdem wieder näher ran. Wir wissen ja, Munition gibt es hier noch. Ja, so ist richtig. Hauptsache, du hattest deinen Spaß. Denk nicht an andere. Oh, vier Mann. Pass auf, Mann. Vielleicht wollen sie uns in den Rücken fallen. Ja, vielleicht mal. Scheiß die Wand an. Ah, in den Rücken gefallen? Nee, in den Rücken geschossen. Ja, keiner warnt mich. Pass auf, Mann, vielleicht wollen sie uns in den Rücken schießen. Ja, so einen Flügelmann bräuchte ich jetzt. Boah, nervige Scheiße. So, wo ist die Sau? Ich möchte halt nicht alle 2 Meter speichern. Das ist ja auch scheiße. Wo ist der denn? Oder taucht er dann auf, wenn ich in den Stützpunkt hinein... Bin ich doof? Gut. Also, wir wissen, hier haben wir Munition. Einen Kasten können wir schon mal aufnehmen. So. Es ist aber auch nicht so einfach. Ach, guck mal, jetzt ist hier wieder keiner. So. Hallo? Ist Ruhe? So ist fein, ne? Alles klar. Ach, das ist nur Munition. Nee, halt. Quatsch, andersrum. Ja, ist Munition. Ein Schüsschen weggegeben. Egal, die sind jetzt erstmal weg. Noch mehr Munition, perfekt. Nochmal schauen. Okay, da vorne ist der Stützpunkt. Das heißt, wir fahren spaßhalber mal mit dem Moped vor. Dann hätten wir das schon mal geklärt. Falls das kommt... Wir haben das Geschütz. Ah ja, stimmt, hier gibt es noch was. Heißt das jetzt, hier ist der... Genau. Jetzt ist er ausgekundschaftet und ausgespäht. Wieso kann ich so viel Munition mit... Ach, wegen dem einen Schüsschen, oder? Ich brauche endlich mal den Schützengurt. Wo gibt's den denn? Muss ich bei irgendwas bestellen hier mit einem großen A oder so? Wie kriege ich das hin? Genau, hier drunter ist nämlich was Feines. Ja, das war... Boah, das weiß ich noch. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Das war schlecht. So, aber da oben im Gelände, da gibt es auch noch was Feines. Müssen wir zwar eigentlich nicht hin, aber wir können das ja trotzdem mal machen. Und wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir auch da vorne den Stützpunkt. Den habe ich noch nie gesehen. Also schon irgendwann mal, aber... Aber jetzt nicht. Hier ein schönes... Schönen Seefaust
Im Dschungel gibt es da hinten. Das sieht ganz nett aus. Auch mit Wasserfall und so. Da freue ich mich schon drauf. Allerdings gibt es auch hier was. Hoffentlich auch wieder was Feines. Guck mal hier. Jetzt ist Ruhe. Hier war gerade noch einer. Wo ist er? Da. Ist irgendwie schon lächerlich, ne, dass die mehr gefährlicher sind, als ich hier mit meinem montierten Maschinengewehrchen. Genau, und deswegen nutze ich auch nicht dieses Heilen gedrückt halten, dass es sich irgendwie eine Patrone oder sowas aus dem Arm zieht. Das bringt alles nichts. Denn jeder Schuss ist hier quasi ein Lebensenergiepünktchen weniger. Also wird der jetzt einen halben oder einen ganzen hat, das geht ja von alleine sowieso wieder hoch. Ist also völlig irrelevant. Ah, das war's schon, ne? Das ist die Munitionskiste. Also keine gerade. Oh, guck mal. Ah, 20 Diamanten, das ist gut. Jetzt können wir uns wieder irgendeine relativ große Waffe leisten. Vielleicht einen Granatwerfer oder irgendwas anderes. Achso, wir haben keine Munition. Nicht einen einzigen Schuss haben wir abgegeben. Und endlos Munition gibt es hier in den fest montierten und ausgesperrt. Perfekt. Wieso kann ich die trotzdem nehmen? Verstehe ich nicht. Ach, Granaten, Moment. Hä? Und noch von allem etwas. Von allem genug. Achso. Deswegen wahrscheinlich. Sehr schön. Volle Energie. Und das hatten wir auch. Gut. Hier haben wir alles jetzt mal eingenommen. Im Leben. Wo genau führt denn das hin? Ach guck mal, so ein Schleichweg in den Norden. Den würde ich gerne mal begutachten. Es ist ja eigentlich Tag, aber leider ist es so früher Vormittag, dass der Schattenwurf jetzt hier in dieses kleine Tal fällt. Das ist nicht gut. Ah, ja, ja, ja. Das führt wieder zu Lumber, wie man da hinten sieht. Ja, ja. Da wollen wir aber eigentlich nicht hin. Ach, guck mal, das ist sogar am Ende des Ganges. Ja, perfekt. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Bin ich doch wieder genau richtig gelaufen. Wo wollte ich denn eigentlich hier hin? Achso, da unten rum. Ja, ja. Gut. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und abgelenkt war durch die komischen... Na? Stuhl. Aber sehr im Schatten versteckt. Ja, ja, deswegen habe ich das nicht gesehen. Gott, das ist ja wer... Da wäre kaum was zu erkennen, oder? Wenn man es hier mit Raytracing oder sowas spielen würde. Wahrscheinlich wird hier überall das Licht wieder zurückgeworfen. Kein Baum wirft einen Schatten, so wie hier. Alles ist nur völlig überstrahlt. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Aber ist auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Aber jetzt merkt man wieder, ne? Jetzt kann man sie auch tatsächlich erschießen. Letztes Mal der Quatsch mit der Pumpgun hier, das war total Schrott. Mit der Spaß. Spaß 12. Nicht mal Spaß hoch 10. Das wäre eher Shit. Jetzt müsste er nicht blinken. Genau. Warum? Weil wieder ein Wasserfall. Ganz klar. Finde ich aber ganz nett, dass ihr hinter jedem Wasserfall oder bei jedem Wasserfall hatten wir bisher, glaube ich, was zu holen, oder? Aber lass mich raten, ich komme wieder nicht ran. Ich muss von oben runterspringen. Komm, jetzt übertreib's mal nicht. Ey, bist du unfähig? Ah! Kann er doch aus dem Wasser springen. Er muss nur wollen.
56 von 221. Alles klar. Na gut, so schlecht ist das nicht. Das ist ein Viertel. 200 und 24, ja, ja. Wir haben sogar schon mehr als ein Viertel gefunden. Das ist echt nicht so, gar nicht so verkehrt. So, jetzt kommt aber das nächste. Das nächste Seefaus hier im tiefsten Dschungel. Ja. Das erste, der ist am Lullen, perfekt. Schießen erstmal seinem Kollegen den Schädel weg. Oh, der hat sich doch hoffentlich die Hände gewaschen. Der hat sich vergessen, die Hände zu waschen, deswegen direkt erschossen. Tja, so sind wir unterwegs. Hygiene ist uns wichtig. Wir sind ja auch der Cleaner, sind wir, ne? So sehe ich mich auf jeden Fall. Gut, Munition. Wieder mal nichts an Scharfschützen. Ja, jede Menge Müll. Irgendwann hier rum, vermüllen nur alles. Keine Ordnung, deswegen sieht es in diesem Land auch so aus, wie es aussieht. Also richtig toll. Und es blinkt hinter der Hütte. Ja. Also mein Gedächtnis funktioniert noch. Ist schon ein paar Folgen her, auch ein paar Tage, aber trotzdem habe ich da alles noch so präsent vor dem geistigen Auge. Das ist natürlich der Wahnsinn. So, wir müssen einfach nur nach Osten. Heißt da unten längs? Komm, machen wir einfach. Geschwind. Wenn wir schon mal hier sind, weiß, wann wir nochmal hierher kommen. So, zack. Falsch. Und direkt nach vorne durchschlängeln. Wow. Toll. Das ist eine clevere Idee. Wir müssen hier hinten ja ein. Ach, wieder so ein Busch. Unbesiegbarer Busch. Ach, verdammt. Ist das wieder so eine. Ist das diese komische. Was ist das da? Mok. Mokumba. Mokambo. Irgendwie so. Mokabu. Ach nee, das ist diese Scheiße. Ach stimmt, das war der erste und einzige Wasserfall, glaube ich, in etwa, wo es bisher noch nichts gab. Obwohl, wir haben schon ein paar davon gehabt. Aber so ziemlich immer war was hinter dem Wasserfall versteckt. Wie sich das gehört. Ja, das ist diese komische Kackstadt. Statt Kapstadt. Genau, Mokuba. Im nördlichen Teil sitzt er. Sonst kommen wir immer von Norden. Und jetzt müssen wir hier von der Westseite anrücken. Ach, Mann. Öfter mal was Neues. Und wir wissen ja, die können gut aufs Maul hauen hier. Oder schießen. Naja, wir haben noch gut Munition. 18 Schuss. Das Ding ist randvoll. Und 200 Moon hiervon. Tja, was machen wir da? Können wir da oben rum irgendwie. Präsentierteller, ja, aber eben auch Kopfschüsse. Von oben verteilen ist ganz gut. Oh. Schreit doch wieder nach Schnatz. Jetzt habe ich zweimal wegbewegt, der Drecksack. Jetzt wissen sie natürlich hundertprozentig, dass wir hier sind. Deswegen bleibe ich mal hier stehen, ja. Irgendwie die nördlichen Hütten. Nordlich. Die Nordlichthütten. Nordlicht-Trilogie. Komm, ein bisschen Munition verschwenden. Ist ja für einen guten Zweck. Wenn man nicht auf Anhieb trifft, wenigstens kriegen wir Munition dafür, für das Pistölchen. Und jetzt ist auch schön still, ne? Keine Bongos, die hier. Wir trommeln wie blöde. Das ist irgendwie Schwachsinn. Man muss immer auf den Kopf zielen. Lieber drüber und keinen Schaden machen, als den Körper treffen. Der lädt nach.
Ja, da ist dieses Nachladegeräusch gehört. Wie ist die Rübe weg? Halt doch mal den Maul! Links wieder Feind. Was zur Hölle? Mit was? Ach, der Raketenwerfer irre ist ja da oben. Ja, ja, das war er. Aber er sieht mich wahrscheinlich schon vorher oder hat so grob eine Ahnung. Was ist das? Komm, sprech mal zwischen. Da ist er. Komm, zeig dich nochmal im Eingang. Was treiben wir hier? Der Kampf ist da. Eben. Einen haben wir noch. Getroffen, aber nicht so ganz. Wir werden beschossen, wo kam das her? Weiß ich auch nicht. Ist meine Waffe vielleicht. Also. Ich komm von hinten, dann ist alles. Dann ist alles gut? Scheiße, wir brauchen Verstärkung. Echt? Oh oh. Scheiße, wir brauchen Verstärkung. Ich glaube, die meinen das ernst. Ist nicht nur so dahergesagt. Ja, ja. Scheiße. Dachte, ich hätte irgendwo schnell noch einen Schluck Wasser abgreifen. Boah, übel. Das war ein Kopf. Das ist die Ratte mit dem Raketenwerfer. Da. Hier werden wir helfen. So ein Ding. Jetzt könnten sie mich eigentlich nicht mehr sehen, weil ich bin ja total getarnt. Von den Fahrzeugen. So, der Kopf ist weg. Rechts frei. So, mal schön wieder. Ja, wo ist er? Wenn er da nicht war. Da war er. Was bringt das denn? Er ist vor einer Weile schon mal hier gewesen. I was here. Wahrscheinlich ist irgendwo eine Schrift in so einem... Hörst du was? Nein. Wer ist noch da? Lass uns los. Wir überraschen ihn. Er könnte uns in den Rücken fallen. Ah, ja, vielleicht. Du musst überraschen ihn. Wo ist denn jetzt der Typ? Ach, relativ mittig. Bestimmt hinter dem... Okay, Vorsicht, da ist einer. Da ist Munition. Scharfschütze. Okay, stimmt. Hinten rechts so einer. Mann, ist das heiß. Mich interessiert jetzt die Temperatur. Wenn Sie kommen, bin ich bereit. Du hast zu sterben. Kannst du haben. Angriff! Geh den Kopf ab. Komm. Frisch. Fromm, fröhlich, frei mit einem frischen Magazin ans Werk. Was? Tag. So. Sonst noch jemand ein Problem. Ist die große Fresse, ne? Jetzt, wo man sie alle abgeknallt hat. Vorher mal Hilfe, Hilfe. Wo sind sie wohl? Und so weiter.
Was haben wir? Das klingt nach einem Pistolero. Ton liegt auf Piss. Granate? Vielleicht doch nicht. Klang auf jeden Fall nach Granate. Also lieber mal auf Nummer sicher gehen. Munition. Ja, Quatsch. Heilung. Okay, daneben stehen wir am besten nicht rum. Wo ist das Schwein? Ah, sehr gut. 15 Schuss. Jetzt kann er kommen. Da rechts, oder? Ja, ja. Macht der seine Spielchen. Wer ist der Kerl? Ich hab noch nie von ihm gehört. Was ist das? CIA? Gehört er zu den irren Russen? Ex-KGB? Was will der hier? Er will dich, du Vollidiot. Er will mit dich, sei still. Redet er mit sich selbst? Stimmt, da reden zwei Stimmen. Zweimal der gleiche Synchronsprecher. Oder hält sich hier mit sich selbst? Geil. Das ist nicht ein anderer? Munition. Her damit. Oh, nicht. Nicht. Immer schnell deine Tabletten. Oh, Großvater hat wieder Herzleiden. Okay. Das müsste. Dürfte geklärt sein hier alles, ne? Oder wie sehen Sie das? Sieht gut aus. Schön still. Achso, der Mord wurde begangen. Toll. Guck mal, können wir direkt nach Norden weiterfahren und uns nochmal sowas holen. Die Diamanten kann man immer brauchen. Und so ein schöner, saftiger Mord, dafür haben wir Zeit. Alle, die wir abgeknallt haben, völlig sinnlos, aber der eine, der war es wert. In seiner schicken Kutte. Achso, jetzt kommt wieder, ja, ja. Wieder der Stützpunkt. Und da rechts von uns auch wieder, oder östlich, viel eher eine von diesen Wasserfall-Diamanten-Geschichten, die ich jetzt schon erwähnt habe. Mindestens einmal. Okay, Munition habe ich. Machen wir direkt beim nächsten Halt. Beziehungsweise die machen Halt. Halt. Nächster Halt. Ja, Himmel oder so. Obwohl, die kommen wahrscheinlich alle in die Hölle, ne? Alles Söldner. Ja, natürlich sollte man vorher mal gucken, wo sind denn alle. Aber das macht es doch spannender, diese Dynamik. Ja, wo sind sie? Sind sie überhaupt irgendwo? Ah ja. Ich werde wahrscheinlich ins Wasser, ne? So, der fährt nirgendwo hin mehr. Schweinemann. Konnte nochmal entkommen. Ja, fährt erstmal weg. Würde ich aber auch, wenn mein Gunner sozusagen den Löffel abgegeben hat. Am besten noch von einem Scharfschützen, aber nur zack. Fällt da hin, rücklings aus dem Sattel. Da werde ich auch erstmal weg. Neu formieren. Fangen wir morgen wieder an. Reicht. Reicht doch für heute. Oh, lecker. Schluck zu trinken. Das ist Munition. Ja. Wie zwei Schuss haben wir. Nahkampf-Scharfschütze. So, das müsste auch reichen. Jetzt reicht es aber auch. Sei denn das noch jemand? Wer hat das Fass umgestoßen? Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu, oder? Gut. Und noch mehr Munition. Können wir gar nicht mehr tragen. So viel Munition haben wir schon. Gut, also noch da hinten weiter. Jetzt wird schon jemand den Rücken schießen. Da bin ich fast sicher.
jetzt riecht er wieder wohl. Oh, 5 Meter gelaufen. Das alte Leiden. Wahrscheinlich sind das wirklich Herztabletten, die er da nehmen muss. Der arme Kerl. Genau, da oben muss man hin. Jetzt aber schnell. Zack, zack. Und hier fahren ja immer die Enten, die zwei Patrouillen. Das ist ungünstig, wenn man da noch hier rumsteht. So. Nächste Aufgabe, bitte. So laut. Hör doch auf Vibration. Vibrierung. Wir haben die Gelegenheit, Sie zu fördern. Gehen Sie zu der auf Ihre Karte markierten Position und eliminieren Sie die Zielperson. Bei Erfolg wird die übliche Bezahlung in Rohdiamanten auf Ihr Konto transferiert. Tja. Wohin müssen wir nun? Nordwest? Ach, da waren wir noch nie. Verrückt. Aber wie kommen wir da hin? Gar nicht. Gut, dann lassen wir es. Hä? Können das Wasser nutzen. Hier oben muss man sie ja durchboxen. Ah, schwierig, schwierig. Oh. Ich hör's. Wäre es nicht sinnvoller, den Fahrer auszuschalten eigentlich? Warte mal ab. Weder noch, oder? Ist der schon mal weg? So, Fahrzeug besorgt. Nachladen. So ist fein. Jetzt kommt bestimmt gleich der nächste um die Ecke gebogen. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Also schnell. Ja, der ist in der Sicht, der andere liegt irgendwo im Busch. Da liegt er gut. So, jetzt aber zack, zack, zack. Was ist da für ein Durchgang? Ah, den können wir. Ach, es ist da hinten wieder. Oh, wir müssen abkürzen. Nee, wir müssen eigentlich zurückfahren. Das ist der sinnvollste und schnellste Weg. Ich muss nach Westen, nicht doof. Direkt mal die falsche Richtung eingeschlagen. Hier müsste, glaube ich, auch ein Fahrzeug entgegenkommen. Ist lustig, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, beziehungsweise weiß so in etwa, wo die Patrouillen langfahren. Ja, hier wurden wir, glaube ich, schon mal aufgehalten von so einem Hund. Aber vielleicht auch nicht. So, was nun? Ach ja, jetzt ist da vorne wieder so eine lustige... Eine der ersten... Geschichten. Wir fahren mal vor und lassen es einfach nur rattern. Sehe ich schon links ein? Ja. So, was ist der Rest? Wir müssen 3 sein, oder? Bitte nicht so spannend machen, Herrschaften. Muss ich wirklich aussteigen? Hier liegt einer, da liegt einer. Jetzt haben wir nochmal 3. Komisch. Oh, das ist schick. Schickem fettem Maschinengewehr obendrauf. So, wir müssen in den Norden fahren. Stimmt, das war dieses Anfangsgebiet. Hier ist so ziemlich gar nichts los an Fahrzeugen feindlichen. Hier diesem nordöstlichen Teil. Dann Fresh Fish. Und irgendwo war da unser allererstes Startgebiet. Aber ich erinnere mich nicht. Ja, da links war, glaube ich, auch nichts, ne? Bei diesem lustigen Felsen oder was. Genau, einfach nach Norden. Jetzt haben wir zumindest ein dickes Geschütz. Tok, 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 tok. Das dürfte ja schon einiges wegkriegen an Feind. Ja, wir müssen wahrscheinlich sowieso wieder... Guck mal, hier bei Slaughterhouse, da waren wir noch nie.
wollte eigentlich was anderes machen. Was machst du denn? Genau, Slaughterhouse wäre eine Möglichkeit. Da wären wir genau richtig. Da sehe ich mich auch irgendwie beim Slaughterhouse. Guck mal, da müssen wir ganz nach Norden. Kommen wir da südwestlich? Keine Ahnung. Das Wasser vielleicht? Das ist nämlich das im in diesem sumpfigen Gebiet. Westlichen dann hoch zu. Wasser wäre echt am besten. Da ist kein Stützpunkt. Aber kommen wir da links oben im Nordwesten, kommen wir da in den... Wird das nur drumherum oder ist da unterhalb oder links vom Roten Kreis, kommen wir da rein? Das weiß ich nicht. Also bringen wir es in Erfahrung, dann wissen wir es fürs nächste Mal. Munition haben wir hoffentlich noch fleißig. Wie? Da, was? Was da? Guck mal, die Oma da. Hat ja kein Wasser da. Weiter geht's. Oh, nee, geht's nicht, weil der Farn ist natürlich zu krass für das Fahrzeug. Okay. Brauchen wir Munition? So ein bisschen schon, meine ich, oder? Ja, ein Munitionshäckchen vielleicht. Herrschaften? Ach Mann, nie gibt's das, was ich will. Ist immer das Gleiche. Und das hier ist kein Stützpunkt, das ist einfach nur so. Okay. Jetzt können wir hier nach. Moment, da können wir bestimmt nach Norden fahren. Ja, ja, ja. Mit dem Safe House, da ist bestimmt ein Boot am Start, dann kommen wir nach Norden. Aber hier vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, deswegen. Gehen wir mal hier weiter. Die Waffe haben wir. Das kennen wir offenbar schon, okay. Jetzt sehen, ob hier unten was blinkt. Aber sieht doch so aus. Perfekt. Das holen wir uns natürlich auch im Vorbeigehen. So, auf das Ding. Natürlich nur eins. Im Anfangsgebiet kann man auch nicht viel erwarten. Gut. Dann schlachten wir uns mal durchs Schlachthaus. Das ist zumindest mal so der grobe Plan. Sieht gut aus. Und wir fahren dran vorbei. Klar, da vorbeifahren. Wer sind wir denn? Irgendwas hat sich da bewegt. Tja, und da geht wohl Munition hoch. Komm, zeig dich. Der macht das wirklich, was ein Idiot. Na? Hammer's. Komm, das können wir so hin. Wir müssen noch morden. Wir müssen eigentlich woanders hinfahren zum Morden. Vielleicht meldet sich jetzt jemand, wenn wir näher ranfahren. Dok, 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 dok. Flieg schon in die Luft, Mann. Hallo? Okay, unsere Waffe brennt, aber die Jeeps hier interessiert das nicht so. Oh, was sie aushalten. Bitte? Leck mich doch am Arsch. Ja. Ich bin gar nicht schnell genug rausgekommen aus dem Ding und schon war ich erschossen. Oh, nervig. Ach shit, ich habe sogar den noch nicht aufgesammelt. Och, nö. Zum Weg.
Bin ich aber langsam fuchsig hier. Was soll denn der Schrott? Kommt einer und greift uns von hinten an. Der ist garantiert außen rum gelatscht und hat uns dann in die... ist uns in den Rücken gefallen. Ja gut, schon clever. Ganz schön clever, diese Schweine, aber... auch irgendwie unangenehm. So, jetzt noch mal. Fahren wir direkt rein. Ja. Und mutig stellen sie sich dem fetten MG entgegen. Ja, natürlich. Das würde ich auch so machen. Gehen wir mal clever. Jetzt gehen wir außen rum. So, wer... Ach, das waren die Hunde. Dennoch. Angriff, Angriff! Jetzt noch? Also... Dass man jetzt auf gut Glück in den Busch hat, haben wir schon geklärt, ne? Sowas macht man nicht. Das ist nämlich totaler Schrott. Ist ja schon wieder die Munition hochgegangen, ja, ne? Irgendwas ist auch gerade, hat so geblinkt. Nee, gefeuert, gefunkt, gemacht, getan. So, die auf jeden Fall nerven nicht mehr. Das ist das Schlotterhaus, aber nichts blinkt. Aha. Ich habe eigentlich einen Auftrag zum Morden. Kann mich mit sowas hier wirklich nicht befassen. Das ist aber sehr düster. Ja, wieder der Kopf nicht getroffen, deswegen brauchen sie 100 Schuss. Erinnert auch wieder so ein bisschen an, ich erwähne es immer mal wieder, Planet Side 2. Das erinnert mich einfach vom Spiel her daran. Kopfschuss richtig gut. Na, richtig gut, der Rest... Dann frisst er ein halbes Magazin, der Gegner. Das fand ich immer sehr nervtötend. Ich habe mir das Gunplay dort auch nie so richtig gefallen. Ist auch vielen Leuten damals, naja, näher gebracht, dass sie da mal mitspielen bei PS2, weil ist halt was, was, ne, kann halt jeder mitspielen. Ist ja ein MMO, das ist, scheißegal, wie viel da... mitspielen. Du kannst auch mit 10, mit 50, mit 100 Mann anrücken. Ist in Ordnung. Steckst halt alle in irgendwelche 48er Platoons oder in 12er Squads oder Trupps. Und dann geilert ab. Aber hat niemanden großartig interessiert. Ein paar Mal waren sie mal dabei und dann sind sie davon gelaufen. Tja. Ja gut, die vom Sound her war das ja immer sehr, sehr schlecht. Aber diese Massenschlachten, Lichteffekte, wenn diese ungelenkten Raketen durch die Gegend fliegen... Gut, heute hat hier ein, ne, was zum Aufschalten. Das ist halt nicht mehr so spannend, aber damals war das auch noch großartig. Und trotzdem konnten sich die Leute nicht lange dafür begeistern. Auch die ganzen Vietcong-Leute habe ich da versucht, irgendwie so ein bisschen zu rekrutieren, aber ja. Zwei Mann habe ich mal ein bisschen was gespielt mit dreien. Ne, mit vieren. Immer mal wieder, aber haben nur kurz reingeschnuppert und dann nach kurzer Zeit schon gesagt: Nee. Das ist zu hektisch, einfach nur stumpfes. Zum Punkt rennen. Hier bitte? Ich kann dich hören. Ist oben? Oder hinter der Hütte? Oder auf der Hütte? Ja. Ach krass, eine Leiter. Haben wir schon mal eine erlebt bei der komischen Dachs in der Oase im Nordosten. Drei Stück. Okay. Ja, wobei es ist relativ abseits vom Schuss, das stimmt schon. Ja, ganz im Eck oben. Verständlich. So, jetzt die Frage, komme ich da hin? Kann man von hier aus dahin latschen, ja oder nein? Sehen wir gleich. Auf jeden Fall war da auch, ne, Kopfschuss oder... Tja, oder ballerst halt wie ein Idiot auf den Körper ein. Wobei ich halt immer... gerne auf die Mitte schieße. Ich will nicht immer nur den Kopfschuss beim Gegner suchen.
Gerade wenn es halt im Multiplayer ist, immer links, rechts gezappelt. Das ist mir sowieso schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Ah, perfekt. Perfekt. Hat es gerade geblinkt? Nee. Ich habe mir das Ganze wohl eingebildet. So, von hier oben kann ich was? Töten, hoffe ich. Töten. Ja, verdammt, mir fehlen 5 Schuss. So kann ich nicht arbeiten. Was ist das hier eigentlich? Muss mal einen Einblick verschaffen. Was stand da? Schwasama. Das ist ein Fremd... hier, ein Fremdwort. Schon. Aber ist das ein Schimpfwort? Darum geht's mir. Ach, sieh meine an. Sieh meine an. Ein Stütz... Nee, ein Stützpunkt, ein Safe House. Rechts ist der erste. Klar. Irgendjemand hat uns schon wieder gesehen. So. Das nächste Mal bitte einfach hinlegen und sterben, wenn ich komme, ja? Das hört mir auf mit diesem Quatsch. Oh, der ist doch bestimmt... Ja, man kommt wirklich zu nichts. Immer gibt's was anderes zu tun. Sich da reinzuschleichen und dem einfach nur mal ganz kurz einfach schnatz einen in den Kopf zu schießen, das wäre doch mal eine Maßnahme. Aber ob das wirklich machbar ist, ich weiß es nicht. Guck mal, der ist ja Pedro Sahel. Da waren wir schon. Da ist er wieder. Genau, der Kettle King ist da. Soll ich mal sehen, ob da hinten irgendwas. Aua, das war dumm. Hat zum Glück nur eine leichte Schürfwunde von diesem Sprung. Obwohl, wir sind ja schon vom Baum gefallen und sind tot umgefallen. Wer hätte das gedacht? Nee. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht aufmerksam geworden sind und uns hinterher rennen und uns jagen wie ein Tier. Wäre schlecht. So, jetzt auf zum Mord. Wir haben schließlich einen Ruf zu verlieren, beziehungsweise noch zu verbessern. Deswegen, obwohl, gibt es nur Diamanten. Ist ja keine von diesen Missionen. Ah, und einen Wasserfall, in dem es mal nichts zu holen gibt. Aber vielleicht gibt es da dann wieder irgendwelche geheimen Waffen oder sowas. Ja, seit ich die goldene Arkada irgendwo gefunden habe am Rand, bin ich da immer so ein bisschen hellhörig, beziehungsweise neugierig. Vielleicht gibt es da ja was Feines. Wer weiß es, bevor er es gefunden hat. Und ich schaue nicht irgendwelche, was weiß ich was. Wo sind denn die Easter Eggs? Wo sind die ganzen Spezialwaffen? Das interessiert mich gar nicht. Ich will das selber rausfinden oder nicht. Nicht wissen. Ja, das ist hundertprozentig genau das. Vielleicht können wir es auch ganz schnell beenden, indem ich den einfach irgendwie auf Entfernung finde. Wenn er draußen rumläuft vielleicht. Dann eben nicht. Ja, da sehen wir schon einen, aber das ist nicht er. Wir wissen ja, das ist bestimmt so ein Weißkopf-Seeadler, ne? Und das sieht aus wie der perfekte Ort, stecken zu bleiben. Komme ich da hoch? Lass mich raten. Nein. Die gute rechte Seite. Der ist ziemlich mittig. Ich muss nur einen guten Winkel erwischen. Vielleicht kann ich ihn doch irgendwie hier sehen schon oder so. Weil mehr will ich gar nicht. Das heißt, in der Hütte muss der rumgammeln. Da saß gerade einer davor, aber das war, glaube ich, was anderes. Nochmal schauen. Ja, ziemlich... Hier weiter links ist das irgendwo. Das ist aber nicht, oder? Nee. Weiter links. Ja, ja, genau dahinter muss das... Oh, oh. Nicht runterrutschen? Nein, 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 nein. Dann gehen wir doch mal links, links. Vielleicht haben wir da einen besseren Winkel. Sieht aber schlecht aus.
Ne, sieht gut aus. Und der lungert davor rum. Muss nur irgendwie hier an ihn rankommen, dann reicht ein Knopfdruck und dann renne ich davon. Dem das Geschoss seinen Körper, seinen Schädel in zwei gerissen hat. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will gar nicht alle bekämpfen. Ich möchte einfach nur diesen einen goldenen Schuss sozusagen will ich ansetzen und dann ist gut. Aber sieht schlecht aus. Ich muss da leider ran an den Speck. Scharfschütze, schlecht. Scheiße. Da war ich zu gierig. Wenn er mich gesehen hat, haben es die anderen wahrscheinlich auch. Oder die wissen zumindest jetzt, dass ich da bin. Tja. Dann doch auf die harte Tour. Wovon schießt denn der? Ach, uns geht ja was zu holen. Okay. Stimmt hinter diesem abgesperrten Bereich. Kann ihn ja nicht gut von außen. Da ist etwas. Sag mal. Sitzt die Sau doch da oben irgendwo? Da. So, du hast zum letzten Mal geschossen. Ist hier alles voll mit Scharfschützen. Ich kann gerade nicht die Waffe zücken. Oh, ich sitze im Wasser. Was ist? Klar, der hat nicht gesessen. Getroffen. Hoffentlich tödlich getroffen. Den Doc braucht ihr. Ich bin doch schon. Ich auch. Piraten? Ich komme jetzt noch nicht mehr aus dem Wasser. Ah, ich konnte E drücken. Ah, man kann ich da irgendwie. Oder ist das Munition, die ihr legt? Ah, man muss E drücken. Verstehe. Okay, festhalten. Okay. Egal. Das liegt an der Kugel. Das liegt an der Kugel. Was denn sonst? Wir haben ihn verloren. Unfassbar. Ich hab dir gesagt, die sind nutzlos. Ganz langsam. Ihr bleibt schön hier. Ihr bleibt schön hier. Ihr fahrt schön zur Hölle. Hat der Doc ihn gerettet? Okay, das war. So, jetzt braucht er wieder einen Doc. In Gang C, bitte. Ein Schüsschen hätten wir noch, dann wird's unangenehm. Da ist er. War nicht der Richtige, verdammt! Immer auf die harte Tour. Mann, warum wollen die nicht gehorchen? Ach, shit. Ja, ich würde sagen, Schwartenmagen, haben wir es darin gespeichert? Oder davor? Ich glaube. Ja, ich glaube auch davor. Sind zwar schon entdeckt, aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal nochmal. Und diesmal richtig. Ja, das war's. Far Cry 2, jetzt nächstes Mal weiter. Dann folgen wir hier unseren Ermordungsauftrag und finden. Ah. Wahrscheinlich da mitten drauf oder zwischendrin. Ach ja, da muss man wahrscheinlich auf die Uhr diese komischen Steinchen da. Für diese Mosingsteine, dann haben wir das. Egal, beim nächsten Mal geht's weiter. Dann machen wir das hier mal richtig und erfolgreich. Das wird richtig gut. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Far Cry 2. Also, sei auch dann wieder dabei. Guter Spruch, oder? So, ich kann es jedes Mal bei jedem Projekt. Ich spiele nur noch Spiel mit 2, damit der auch passt. Egal. Bye, bye.